Hinter mir befindet sich ein alternativer Zugang zum Städtischen Museum. Einen alternativen Zugang zum Film hat Stefan von Bodmer gefunden. Ein Stummfilmkonzert mit Experimentalmusik. Ich bin Stefan von Bodmer und wir vertonen heute den Stummfilm zur Chronik von Grieshus und zwar mit einem Ensemble aus dem Staatsorchester Braunschweig. Ich bin seit 11 Jahren dabei. Ich glaube, ich habe nur ein einziges Jahr war ich einfach nur Gast und alle anderen 10 Jahre habe ich wirklich irgendwas beigetragen. Insgesamt sind schon 4 Musiken von mir uraufgeführt worden hier in Braunschweig mit den Liedern vom Staatsorchester. Ich glaube, man hat so eine Art von Musik zum Stummfilm überhaupt noch nicht gemacht. Diesmal ist es nämlich eine ganz andere Musik, als ich sonst mache. Es ist experimentelle Musik. Das war die Idee, das war auch der Kompositionsauftrag. Es muss neue Musik sein, und zwar experimentelle Musik. Das Grundproblem ist, diese ganze neue Musik, also, und dazu gehört ja die experimentelle Musik, die ist nicht narrativ. Also Klassik-Romantik, die hat den Sprachduktus und kann deshalb auch gut Geschichten erzählen oder erzählte Geschichten interpretieren. Die neue Musik kann das oder will das gerade nicht. Und deshalb eignet sich neue Musik eigentlich überhaupt gar nicht für Filmmusik. So, oder andersrum, wenn man sie zur Filmmusik macht, tut man einem von beiden Gewalt an. So, und jetzt musste ich natürlich für dieses Projekt, für mich zumindest, den Begriff experimentelle Musik etwas neu definieren. So, ja? Und ob das geklappt hat oder ob das der totale Schwachsinn wird, das wissen wir erst nachher. Es gibt eben nicht mal Noten. Also nicht Noten, wie man das normalerweise unter Noten versteht. Es gibt so ein paar Aufzeichnungen. Aber es gibt auch ganz viel auf Zuruf. Die Musiker haben einen Kopfhörer im Ohr, ich habe ein Mikrofon und flüstere den Geheimnis ins Ohr und hoffe, mit diesen Geheimnissen die Musik so zu beeinflussen, dass sie zum Film passt. Ja, ich lasse mich auch einfach mal überraschen. Unter moderner Musik kann ich mir jetzt noch nicht so viel vorstellen, aber mal sehen, was kommt. Aber ich bin froh, dass man sowas macht. Und dass man hergeht und sowas probiert. Was muss man ausprobieren, dann muss man es testen und dann muss man es bewerten. Und dann muss man darüber reden und diskutieren und sagen, so oder so war es und dann beim anderen Mal was anderes probieren, wenn es nicht gut war. Aber ich hoffe, es wird gut. Experimental? Ja, ich würde mal das Licht im Wort experimentieren. Aber es sind ja keine ungewöhnlichen Instrumente. Also ich bin mal ganz gespannt. Ich bin völlig aufgeschlossen. Ich nehme alles, was ich kriege. Und es wird sicher super sein. Ja, einen unterhaltsamen Abend erwarte ich und eine schöne Aufführung. Und ich bin überrascht, dass es so einen selten gezeigten Film hier mal gebracht wird. Weil meistens sieht man ja aus den frühen Filmen, meistens Metropolis oder das Kabinett des Dr. Caligari oder sowas. Und dass man mal so einen ausgefallenen Film zeigt, finde ich sehr gut. Wir erwarten doch auch düstere Schauerromantik bei dem Film. Und deshalb sind wir hergekommen. Ja. Okay. Doch. Vor allen Dingen ist das ein Film, den man ja sonst nie sieht. Also das trifft natürlich für alle Filme bei dem Filmfest zu oder für fast alle. Aber das ist ein Grund, hierher zu gehen, klar. Und hier dieses Museum ist ja sowieso ein wunderschöner Ort. Und dann haben wir gesagt, dann bleiben wir hier und hören uns hier das Konzert an. Ja, wir haben Live-Musik sehr gern. Und das hatten wir gesagt, ja, das wäre vielleicht etwas Schönes für uns. Live-Musik, naja, sieht man ja, wer hier spielt. Nicht? Die Herrschaften sind ja alle und Damen sind ja alle bekannt aus dem Staatsorchester. Ne? Es ist ziemlich gut besetzt, also alles Staatsorchester, die kennen wir. Und das ist ziemlich gemischt ja von den Instrumenten, also das wird bestimmt spannend. Ich freue mich sehr, dass heute Stefan von Bodmer gewonnen werden konnte, sich auch mal in Gänze diesem Genre zu widmen. Er hat ja in seinen Filmen, die wir gemeinsam gemacht haben, auch vorher schon viele Elemente neuer Musik verwendet. Aber heute ist es eben wirklich auch ein experimentelles Konzert. Und ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Mein Name ist Martin Weller, bin Orchesterdirektor des Staatsorchesters Braunschweig und künstlerischer Leiter der Festlichen Tage Neuer Musik. Vielen Dank und wünsche einen schönen Abend.
Früher am Tag habe ich noch die Kinemann-Jury getroffen. Die ist immer so beschäftigt und unterwegs, dass sie schwieriger anzutreffen ist als mancher Star. Also ich bin Johanna, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere hier in Braunschweig Kunst fürs Lehramt an der Kunsthochschule. Ja, genau. Ich glaube. Je m'appelle Emeline, j'ai 17 ans, je viens de Haute-Normandie en France. Wir sind Teil der Kinema-Jury, eine deutsch-französische Jugendjury. Wir werden uns am Ende alle zusammen halt für einen Film entscheiden und dann eine Begründung auf Französisch und auf Deutsch darüber schreiben. Genau, und dann wird der Film am Sonntag bei der Filmfest-Gala verliehen. Je trouve que ce qui me plaît le plus au Filmfest, c'est l'ambiance qu'il y a dans les rues ici dans la ville. Toujours quelqu'un du Filmfest qu'on peut croiser, avec qui on peut parler. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir rencontrer les réalisateurs, les acteurs qu'on ne pourrait pas voir dans la vie de tous les jours, qui en fait se trouvent très accessibles, avec qui on peut communiquer très très facilement et qui sont très ouverts. Wir schauen uns sechs Filme an, die vorher schon aus vielen unterschiedlichen ausgewählt werden. Das sind halt immer Erst- und Zweitfilme eines Regisseurs. Und natürlich sind das auch nicht immer so leichte, seichte Sofafilme, so, sondern halt schon teilweise sehr hart irgendwie, auch vom Inhalt. Ja. Je m'appelle Camille, j'ai 17 ans et je viens du lycée Porte de Normandie en Haute-Normandie. J'aime beaucoup voir des films de toutes sortes. C'est surtout des films que j'ai pas l'habitude de regarder, donc du coup ça me permet de découvrir autre chose. Et pouvoir aussi discuter avec des professionnels, c'est vraiment intéressant. Ich bin Eske, ich komme aus Leer, Ostfriesland, das liegt ganz im Norden, und ich bin auch 17 Jahre alt. Mir gefällt einfach, dass ich hier dabei sein kann und das alles mal kennenzulernen und besonders jetzt als Jury-Teilnehmer dann über die Filme zu reden und die Filme von einem ganz anderen Niveau zu betrachten, also von einer ganz anderen Ebene und sie einfach zu verstehen, weil wir wollen sie ja verstehen und dann auch bewerten können und das finde ich ziemlich interessant und das macht auch echt Spaß. Ja, wir haben ja den Regisseur Gordian dabei und der hilft uns auch und unterstützt uns dabei. Da dann zu entscheiden, welches ist nun der Beste, wem können wir wirklich einen Preis verleihen, also ich denke jetzt schon, dass das schwierig ist, nachdem ich erst drei Filme gesehen habe. Oui, je vais laisser. Ich bin Philine, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Buxtehude in der Nähe von Hamburg. Je m'appelle Amalric, je viens du lycée Porte de Normandie à Verneuil en Haute-Normandie, comme les deux autres Françaises. Also mir gefällt besonders das internationale Flair hier und natürlich das Filmambiente, also dass man wirklich sich mit Regisseuren austauschen kann oder Produzenten. Hier soir, j'ai rencontré l'acteur principal d'un des films. Totalement par hasard. Et oui, sinon j'ai déjà rencontré deux ou trois réalisateurs, régisseurs. Ja, und dann ganz nebenbei sozusagen auch eine gewisse Aufgabe hat als Kinema-Jury und ja, dann auch über die Filme entscheiden kann, sehr viel diskutieren und man macht einfach so viel neue Erfahrung dabei und ja, das mit einer französischen Jury mit und man findet schnell viele neue Freunde hier dann und das ist einfach, ja, ein ganz tolles Gefühl. Das kleine Kätzchen habe ich wieder erkannt. Okay, aber dann revanchiere ich mich. Und er hat mich als Lichtmodel genommen. Ja, ich, wollen Sie es wirklich wissen? Ja, wir haben keine Karten drüben mehr gekriegt. Die Leute stürmen ja das Fest wie wahnsinnig. Und da haben wir uns dann auf Kultur besonnen.